Ja, hallo zusammen und willkommen auf dem Lande bei mir aus dem verschneiten Freising in Bayern. Ich wollte euch jetzt einfach mal kurze Info geben, wie es weitergeht hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin ja aktuell immer noch im Krankenstand, nach etlichen Krankenhausaufenthalten und Terminen und Untersuchungen und auch Behandlungen ist jetzt endlich soweit, dass es mir wieder besser geht. Ich werde auch dann wieder in voraussichtlich zwei Wochen wieder das Arbeiten anfangen, erstmal so eine Eingliederung langsam beginnen und auch hier in YouTube beginne ich wieder langsam. Erst einmal fängt es an, ich habe noch Videos vom letzten Jahr, wie ich noch gesund war, habe ich noch Videos gedreht. Es sind Videos, wo ich ein Planierschild baue. Mit dem geht es erst einmal weiter. Da ist ein 3- oder 4-Teiler, glaube ich, ist das. Ich baue mir ein Planierschild für den Kleintraktor. Und das sind die ersten Videos, die bei mir kommen. Ja, und dann geht es schon langsam wieder weiter mit Videos, die ich dann neu drehe. Was demnächst kommen wird, das ist mal ein Vorstellungsvideo. Ich habe vor, dass ich mir einen Plasmaschneider kaufe. Uiuiui. Da ich viel mit Metall arbeite, macht es bei mir Sinn, mal einen Plasmaschneider. Da hat jetzt dann ohne Werbung zu machen, der Lidl dann einen im Angebot. Und den werde ich mir dann, wenn er rauskommt, kaufen. Den stelle ich dann auch mal vor. Mache ein Produktvideo dazu, schauen wir mal, wie gut der funktioniert. Im Hintergrund, ihr seht es schon, es ist Wahnsinn, der Schnee momentan. Wir haben nicht aktuell so viel Schnee, aber es ist einfach eine schöne Landschaft. Hier ist mir der ganze Ast runtergekommen, das zeige ich euch. Das ist ja der Zwetschgenbaum. Der ist abgebrochen. Lustigerweise ist der Schnee auch so dermaßen schwer gewesen, dass er runtergefallen ist. Die Zwetschgen, die sind auch schwer, also warum er jetzt genau runtergebrochen ist. Ja, schade drum. Kann man nichts machen, passiert halt. Es hat sich auch so einiges getan. Den IHC, den habe ich nicht mehr. Den IHC, den habe ich verkauft. Der ist mir schon vor dem Winter kaputt gegangen. Der hat immer Öl aus der Kurbelwellenentlüftung rausgespuckt. Und da habe ich mir dann überlegt, richst du ihn jetzt nochmal her oder richst du ihn nicht mehr her. Die Lager sind ja auch zum Überholen gewesen. Also sprich, es wäre auf eine komplette Motorüberholung rausgelaufen. Das hätte mein Können überstiegen. Ich kann es nicht. Den hat mir ein Kumpel abgekauft, das ist der Stefan. Der Stefan macht auch YouTube-Videos. Seinen Kanal verlinke ich euch oben mal. Und beziehungsweise seinen Kanal, wenn es oben nicht geht, verlinke ich ihn euch unten. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Der Stefan hat es gesagt, er macht auch Vorstellungsvideos und stellt dann auch Videos von der Reparatur rein. Und das schauen wir einfach mal. Ich würde mich freuen, wenn ich da auch vom Stefan ein paar Videos dann sehe. Also Stefan, bleib dran. Ja, ich habe mir einen neuen Traktor gekauft. Den habe ich mir bestellt, mehr oder weniger. Den habe ich mir liefern lassen. Den habe ich übers Internet gefunden und dann liefern lassen. Das ist der hier. Vielleicht sieht man. Der ist ein bisschen größer. Das ist ein Massey Ferguson 254S mit Kabine. Der hat jetzt halt um die 45, 47 PS. Zudem kommt auch noch ein extra Video, den stelle ich dann auch noch mal vor. Der wird dann auch fleißig zum Heumachen verwendet. Ein paar Reparaturen müssen wir dran machen, Kleinigkeiten,
Ölwechsel wird auch wieder gemacht. Ich habe hinten noch mit der Hydraulik einiges zu tun dann. Aber das muss ich jetzt erst warten. Momentan, ich habe ihn gekriegt. Ich habe ihn jetzt eigentlich bloß drunter gestellt und dann Carport. Momentan mache ich noch nicht viel. Das ist alles noch zu anstrengend für mich. Und außerdem habe ich jetzt keinen Bock, dass ich bei der Kälte die ganze Zeit rausgehe. Oder draußen bin zum Reparieren. Nee, sobald ich jetzt dann wieder gesund bin, geht es dann wieder weiter mit dem Ganzen. Aber jetzt aktuell habe ich echt noch zu kämpfen gehabt mit der Krankheit. Die hat mich schon ganz schön mitgenommen. Das möchte man oft gar nicht glauben. Ja, solltet ihr noch Fragen haben, stellt die mir einfach unten in die Kommentare. Ich antworte auf die meisten Fragen, oder ich versuche es zumindest. Und dann sehen wir uns wieder. Erst einmal in den Videos mit dem Planierschild. Und dann, wenn ich wieder gesund bin, geht es wieder weiter. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.